Ein weiteres Beispiel ist die Pflicht der Verschleierung der Frau. Allah Ta'ala, als Allah Ta'ala diese Verse offenbarte, Ya ayyuhan Nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. O Prophet, sagt deinen Gattinnen und den Frauen der deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen. Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha beschreibt, sie sagt, als dieser Vers offenbart wurde, kamen die Frauen der Ansar aus ihren Häusern. Sie kamen aus ihren Häusern rausgekommen. Wozu? Zum Rebellieren. Nicht zum Rebellieren. Sie sagt, sie kamen heraus, als wären auf ihren Köpfen schwarze Raben, wegen ihrer Kleidung. Das war Abu Dawud überliefert. Aber wobei angemerkt werden soll, die schwarze Farbe selbst, ich weiß nicht, warum manche diese Vorstellung haben, die schwarze Farbe selbst ist keine Notwendigkeit bei der Kleidung der Frau. Es ist keine Pflicht, dass sie unbedingt schwarz tragen muss. Es ist keine Bedingung ihres Hijab, noch eine Pflicht. Deswegen wird auch bei Abu Dawud überliefert, in dem Hadith von Ibn Umar, er sagte, ich hörte den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er verbat den Frauen während des Ihram, also dieses Weihezustands, Handschuhe und den Niqab zu tragen. Und alles, was mit dem Wars, Al-Wars ist eine Pflanze, die hat man genutzt zum Einfärben, und mit Sa'faran bearbeitet wurde. Sa'faran nennt man, glaube ich, Safran oder so in der deutschen Sprache. Also es färbt auch die Kleidung. Und dann sagt der Prophet, und danach, wenn sie das gemieden hat, dann soll sie an Farben tragen, was ihr gefällt oder was sie will. Das heißt, eine bestimmte Farbe in der Kleidung der Frau ist keine Voraussetzung oder Bedingung.